Die Wall Street wird langsam nervös. Der DAX noch nicht, aber hätte der vielleicht sogar viel mehr Grund, als die Wall Street nervös zu werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Es war diese Meldung, die die Wall Street so ein bisschen aus ihren Träumen gerissen hat, nämlich die zweite Infektionserkrankung mit dem Coronavirus in Chicago. Inzwischen dürfte klar sein, dass es eine dritte gibt. Es gibt weitere 63 Verdachtsfälle, einige davon haben sich nicht erhärtet, aber andere werden noch untersucht. Und ich hatte heute Morgen im Videoausblick ja gesagt, es ist so, dass die Amis da schmerzfrei sind. Wir leben auf einem anderen Planeten, sagt sich die Wall Street. Aber wenn dann plötzlich dieser Planet in die USA kommt, dann wird es ein bisschen anders. Und so reagiert die Wall Street eben jetzt auf etwas, was eigentlich, den DAX auch interessieren müsste, aber der ist bisher schmerzfrei. Nur wenn die Amis weiter nach unten gehen sollten, dann wird auch der DAX wohl sich dem nicht entziehen können. Die Lage ist teilweise wohl immer dramatischer in China. Vor allem ökonomisch wird das Ganze große Auswirkungen haben. In Großstädten sind die Neujahrsfeierlichkeiten, so muss es heißen, abgesagt worden. Das war ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor, da wird ein Riesenbrumborium gemacht. Das ist wirklich ein echtes Malheur für die chinesische Wirtschaft. Jetzt kommt noch dazu, dass Peking gesagt hat, alle, die jetzt schon verreist sind innerhalb dieser gigantischen Reisewelle mit 400 Millionen Chinesen, die da eben meistens irgendwo in die Provinzen verreisen und dann zurückkommen. Diejenigen aber, die zurückkommen, die sollen 2 Wochen zu Hause bleiben, wenn sie zurückgekehrt sind, also nicht zur Arbeit gehen. Man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt da ein paar hundert Millionen Chinesen nicht zur Arbeit gehen, was das bedeutet. Das ist ein gigantischer Wirtschaftsfaktor, das kann man gar nicht überschätzen. Dementsprechend ist vielleicht diese ganze Geschichte doch viel ernster, als zunächst angenommen wird. Möglicherweise das Thema ökonomisch auch sehr viel relevanter. Hier zum Beispiel ein Video, das viral gegangen ist in China, das wahrscheinlich ein bisschen übertreibt, aber hier eine Krankenschwester, die von mehreren tausenden Toten schon in Wuhan berichtet oder in der Provinz Hebei. Und das ist vielleicht alles nicht so richtig der Fall, aber es zeigt, wie die Stimmung ist. Es zeigt, dass da schon ein bisschen Panik wirklich da ist, dass so etwas zumindest geglaubt wird. Und das ist sozusagen ein Ausweis eben dafür auch, dass die Chinesen den Zahlen ihrer Regierung nicht so wirklich glauben. Und das scheint ein Erfahrungswert aus der Vergangenheit zu sein, auch wenn sich die Regierung bemüht, jetzt ein bisschen transparenter vorzugehen. Warum reagiert der DAX nichts? Könnte vielleicht daran liegen, dass wir in letzter Zeit mehr Equity Flows, also mehr Zuflüsse, Finanzzuflüsse, Geldzuflüsse in globale Aktien gesehen haben. Und da ist der DAX natürlich auch ein Proxy dafür, so als Exportindex. Hier sehen wir die Global Fund Flows. Die haben sich seit Oktober, seit November maßgeblich nach oben entwickelt. Seit also so ein bisschen dieser Abwärtstrend auch der Industrie sich abgeschwächt hat, während die Fundflows in die USA so ein bisschen, abgeflaut sind, obwohl die Wall Street noch weiter gestiegen ist und obwohl hier nach wie vor Rekordflüsse in Tech-Funds der Fall sind. Und möglicherweise ist da auch was dran, dass dieses Geld ahnte, dass da möglicherweise Dinge sich ein bisschen umkehren. Wir haben hier unten den Einkaufsmanager-Index heute aus Deutschland ja bekommen. Gewerbe war besser als erwartet, ist nach wie vor tief im rezessionären Bereich, gar keine Frage. Aber es gibt so eine gewisse Erholungstendenz. Dagegen haben wir den Market PMI aus den USA bekommen und der war schwächer als erwartet. Der ist deutlich unter Druck derzeit. Also die Industrie in den USA hat sich noch nicht erholt. Die deutsche war vielleicht konjunkturell ein bisschen früher dran. Möglicherweise steht den Amis diese Geschichte noch bevor. Und auch vor allem in Deutschland der Konsumsektor jetzt sehr, sehr stark. Also man spielt vielleicht die Erholung in der Eurozone, speziell beim DAX. Und man spielt eben auch die Tatsache, dass der DAX viel, viel günstiger ist als die US-Märkte. Und die US-Märkte, die waren ja so ein bisschen euphorisch oder sind euphorisch wegen der Fed, aber wir sehen, dass die Bilanzsumme der Fed jetzt geschrumpft ist, obwohl wir seit September letzten Jahres nach wie vor zugelegt haben um 400 Milliarden Dollar. Aber die Fed bekommt jetzt möglicherweise ein ernstes Problem, nämlich eine Shortage, also ein Mangel an kurzlaufenden Staatsanleihen, die man jetzt kauft. Und es könnte sein, dass die Fed dann gezwungen wäre, wenn sie da weiter agieren will, länger laufende Anleihen zu kaufen. Und das erfüllt
die Definition von Quantitative Easing, das, was die Fed ja immer bestreitet. Nein, 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 das ist nicht Quantitative Easing. Das könnte jetzt also sehr bald Realität werden. Und das große Problem für die Fed ist, wie kann ich mich aus einem Markt zurückziehen, sowohl aus dem Repo-Markt, als auch wenn ich sozusagen eben Quantitative Easing aufhöre. Und wir haben gesehen, letztes Mal, als das Quantitative Easing geendet hatte, da sind Aktienmärkte deutlich unter Druck gekommen, eben weil die Liquidität sich so ein bisschen verabschiedet hat. Und genau das könnte früher oder später dann eben das Thema werden. Wie kann ein Exit, wie kann ein Ausstieg passieren überhaupt in Märkten, die von der Fed so grundsätzlich und so massiv manipuliert worden sind? Schauen wir uns vielleicht nochmal diesen jungen Mann an. Das bin, wie Sie unschwer erkennen, ich. Aber hier ist Olaf Scholz. Ich habe eine Lobeshymne auf die neuen Pläne von Olaf Scholz geschrieben heute und auch per Video zum Besten gegeben. Schauen Sie sich das bitte an. Es geht um die Änderung der Einkommensteuergesetze, dass praktisch Verluste nur noch bis zu 10.000 Euro angerechnet werden können. Die Aktienkultur, die ohnehin etwas schwächlich ausgeprägt ist in Deutschland, wird völlig vernichtet. Dabei will man dann damit die Grundrente finanzieren. Also das ist eine weitere Entmündigung, eine weitere finanzielle Repression. Bisher war es die Notenbanken, die diese finanzielle Repression gemacht haben, indem sie den Zins abschaffen und praktisch die Vermögenspreise als einzige Fluchtmöglichkeit den Investoren lassen. Jetzt kommt der Staat noch oben drauf. Das ist schon eine dramatische Geschichte. Schauen wir uns aber die Charts an, was da der Fall ist. Und wir sehen ziemlich heftige Bewegungen heute an der Wall Street. Es ging ja gut los eigentlich. Dann der zweite Fall in Chicago, ging es runter, Erholung nochmal. Dann sogar beim Dow Jones unter die 29.000er Marke. Jetzt wieder eine kräftigere Erholung. Aber das ist jetzt plötzlich wieder Volatilität. Wir sehen hier ähnliches Bild beim Nasdaq. 9.184. Der S&P 500 hat jetzt hier knapp unter der 3340 so einen Doppeltop oder einen Dreifachtop eigentlich ausgebildet. Vorhin sind wir sogar unter die 3300er Marke gefallen. Noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber es wird natürlich jetzt die Frage sein, was passiert am Wochenende in China? Wird da die Infektionswelle sich ausbreiten? Damit ist eigentlich fast zu rechnen, denn diese Coronaviren haben eine Inkubationszeit. Und es sind so viele Menschen aus Wuhan hier gereist und werden wahrscheinlich dann direkt andere eben infizieren. Die Lage ist teilweise wahrscheinlich schon doch relativ dramatisch. Das hat Auswirkungen auf die anderen Märkte. Der DAX bleibt, wie gesagt, noch kühl. Dann zeigen wir doch den erstmal. Der handelt nach wie vor jetzt in Sichtweite des Allzeithochs, 13.558. Wir sehen aber Wirkungen am Devisenmarkt. Wir sehen eine Dollarstärke, Flucht in die Sicherheit. Wir sehen, dass die Staatsanleiherenditen deutlich fallen wieder. Da haben alle ja zuletzt gesagt, naja, die Renditen werden steigen, da ist gar keine Frage. Die Aktien werden steigen, gar keine Frage. Aber möglicherweise kommt es dann doch mal anders. Wir sehen Euro-Dollar 1,1024. Wir sehen, dass Gold anziehen kann, 1572. Und wir sehen, dass Öl massiv unter Druck ist, jetzt nur noch knapp über der 54er Marke. Also die Wall Street ist nervös. Der DAX ist noch gelassen. Klar, er ist gestützt jetzt durch die besseren Daten heute oder die einen Trend zeigen, der sich stabilisiert. Die Wirtschaft fängt sich wieder, die Industrie fängt sich wieder etwas. Man hat hier möglicherweise Aufwärtspotenzial, während die Amerikaner sowohl bei den Bewertungen der Aktien als auch was die Konjunktur betrifft vielleicht viel mehr Abwärtspotenzial haben. Und wenn die Fed irgendwann gezwungen ist, sich aus der ganzen Geschichte zu verabschieden, na dann möchte ich nicht wissen, was da passiert. Gleichwohl wünsche ich ein schönes Wochenende. Es wird eine spannende Geschichte. Wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder. Und schauen Sie mein Video zu Olaf Scholz bei Finanzmarktwelt und auf YouTube ist das verfügbar. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende nochmal und sage Servus.